Mein Name ist Andrew Ullmann. Ich bin nicht nur Bundestagsabgeordneter, sondern auch Universitätsprofessor für Infektiologie. Zu Zeiten der Corona-Pandemie entstehen viele Unsicherheiten, denn wir haben die Pandemie noch nicht unter Kontrolle. Das ist natürlich ein optimaler Nährboden für Mythen und Verschwörungstheorien. Wenn Sie den Test wegnehmen würden, dann wäre das Leben wie vorher. Dann würde hier überhaupt nichts zu sehen sein an der verstärkten Sterblichkeit oder Mortalität oder Erkrankungshäufigkeit. Dann gibt es noch diesen Spezi-Virologen, dessen Name ich hier nicht mal nennen will. Und ist es nicht seltsam, dass das Coronavirus ausgerechnet in Wuhan auftrat, der Stadt mit dem einzigen Biowaffenlabor der höchsten Sicherheitsstufe Chinas? Und deshalb möchte ich gerne heute drei Top-Mythen entmystifizieren und bloßstellen und zeigen, dass sie Quatsch sind. Jetzt in die Band. Mythos Nummer 1. Selbstgenähte Alltagsmasken schützen vor Infektionen. So eine selbstgenähte Maske, die netterweise meine Frau für uns genäht hat, hilft natürlich nicht, mich selbst vor Infektionen zu schützen, sondern andere. Besser sind natürlich die Profimasken, die kann man auch durchaus jetzt in der Zwischenzeit wieder kaufen, kosten nur ein paar Cent. Aber wichtig ist dabei, dass man die Maßnahmen auch kombiniert. Dazu gehört unter anderem auch Abstandsregeln einzuhalten. Denn zusammen können diese beiden Maßnahmen uns als Gesellschaft schützen, als verantwortungsvolle Gesellschaft vor Infektionen. Mythos Nummer 2. Das Virus hat eine Inkubationszeit von 20 Tagen. Das stimmt natürlich nicht. Das SARS-CoV-2-Virus hat eine Inkubationszeit von durchschnittlich 5 bis 7 Tagen. Sicherheitshalber sagen wir maximal 14 Tage. So wissen wir sicher, dass nach 14 Tagen keiner mehr infektiös ist, wenn er keine Symptome hat. Mythos Nummer 3. Das Virus wurde einem chinesischen Biowaffenlabor hergestellt. Oder doch von Bill Gates? Ein Virus gentechnisch künstlich herzustellen, ist sehr schwierig, eigentlich unmöglich. Die Genomanalyse des SARS-CoV-2-Virus hat gezeigt, dass es natürlichen Ursprungs hat. Was nicht ganz auszuschließen ist, dass so ein Virus möglicherweise aus einem Labor entwichen ist. Aber klar ist, dass dieses Virus aus der Tierwelt kommt. Und häufig genug springen Viren aus der Tierwelt in die Menschenwelt hinüber. Das kennen wir aus der Menschheitsgeschichte zu Genüge. Natürlich herrscht Unsicherheit. Aber da sollen wir uns nicht verführen lassen von Verschwörungstheoretikern. Es gibt seriöse Quellen. Robert-Koch-Institut, auch das Bundesministerium für Gesundheit, aber auch die Unikliniken können dabei helfen. Die Maske tragen, wo es notwendig ist. Abstandsregeln einhalten und die persönliche Hygiene. Wenn wir diese drei Maßnahmen regelmäßig beachten, werden wir diese Pandemie als globale Gesellschaft auch überstehen. Ich habe bis jetzt noch kein Tagebuch gesehen von jemand, der infiziert war, der mein Tagebuch geführt hat. Wie war das denn so? Hab mich also infiziert. Wie ging das dann weiter? Wait a damn minute. Ich mache heute einen ganz kurzen Bericht aus meinem ersten Tag der Quarantäne. Heute Nachmittag rief die Ärztin zurück. Sie sagte, ich sei positiv. Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5, 6. Starkes Kopfweh, Schnupfen, 7, 8, 9. Ihr merkt es wahrscheinlich an meiner Stimme, die Genesung, sie schreitet voran. Tag 11, 16. Heute ist Jubiläum, Tag 20, Tag 28. Also vor 33 Tagen wurde ich positiv getestet und in Quarantäne gesteckt.